Es kommt wahrscheinlich noch ein Haufen Cutscenes, ne? Und hey. War hey, schon lange nicht mehr gesehen. Huh? Hey, liking the look. Cut your hair, too. Mm-hmm. So you gonna try richtig gut sieht sie aus. I don't know. Maybe later. But you always wear the same thing. If it ain't broke, don't fix it. This is how you pick me out of a crowd. I make myself easy to remember. How thoughtful. Huh? Oh, nah, not really. Our training's almost finished. Yeah. Somewhere inside me is Naminé. If we can free Roxas, we can free her too. I guess so. Naminé was made when Sora freed me from his heart. So, now that she's a part of me again, I figured all was right. But she can't look at this forest, feel the wind on her face. None of it. And if she could, it would be different for her. Her time was short, but she lived it, and that makes it hers. What right did I have to take those feelings and experiences back? They don't belong to me. Nothing's as it should be. Not for her or Roxas. I know. Way back when I was a kid, I had met this other weird kid. Somehow we became fast friends. I saw. Never saw him again. Nearly forgot about him too. Then I met Roxas. Couldn't believe it. The two of them were identical. Oh, I didn't tell Roxas. Oh, Ventus. Didn't want him to go vanishing on me too. The kid's name was Ventus. He's one of the lost Keyblade wielders we're looking for. Think he still got me memorized? Oh yeah, very memorized. Now that we're going back, I'm worried about everything. Well, you don't have to worry alone anymore, Axel. Okay. Oh. Er hat sein neues Schützenschwert. Fenrir, glaube ich, nämlich von Cloud. Von Cloud bekommt sehr viel Rot, wenn man den besiegt hat. Nummer 2. Und hier auch ein anderes, sein altes. Und ja, läuft alles genauso geil wie vorher. Gut gemacht, Leute. Noch mehr Cutscene. Sehr gut.
It's about time. Hey, shut it. Come on. Wie ist es jetzt Zeit? Warum haben die dann auf die gewartet? What now? Please, I have created enough victims. Yes, you have. All of the children sacrificed in the name of your research. So make things right. I told you I did not take her. Her disappearance was why I put a stop to the research. And that makes you honorable? You used Roxas and Naminé and threw them away. I doubt there's a merciful bone in your body. You took the girl and hid her. Now show me the data you are hiding here. Roxas and Naminé. If there is any reason that I still draw breath, it is to atone for what I did to them. He said Roxas. Yeah. That man needs us. Right. Yeah. Ja, viel Glück. If you do find the girl, what is it that you expect will happen? The child's memory holds a mystery to unravel. One concerning the battle we seek between light and darkness. You know something, and that is why you stopped the experiments. You are completely deluded, Xehanort. We shall soon see. Yoo-hoo! Excuse me! Who are you? Oh, well, I'm looking for a friend who used to live here. No one lives here. Be gone. But, sir... No, not one more step. Get out! This way! Oh. Hey, loser! Ja, so habe ich nicht gedacht. What? Was ist das? Ach, niemand, ne? The squiggly things? Okay. Hainer, get a move on. Oh, okay. Wer befehle ich diese Dinger? Wäre interessant jetzt. I serve the organization. This is treason. I see what is happening. Have it your way then. Okay. Ich dachte, Roxas wäre jetzt zurück. Weil er, guck mal, ah nee, Quatsch. Er tut die Samurais hier. Kontrolliere nicht die Dämmerlinge. Ja, okay, da hatte ich gerade einen Hirnfurz. Dann verstehe ich gar nicht erst die Cutscene. Ich dachte jetzt, Roxas wäre so gekommen, hätte die alle gerettet, weil die Freunde waren. Nobody knows the twists and turns of Twilight Town better than us. You are Roxas's friends. That's right. So you know him too? Oh yes, quite well. Pay dirt. Guess it was worth staking out the old mansion after all, because this guy here is what I call a lead.
That's the only proof we have that Roxas was our friend. Tell us about him. We want to know him better. My dear master, you are safe. Who's there? Vexen. Evan, is that you? Yeah, what, Evan? So, those nobodies were your doing. I have been waiting for this. Gave up a normal life in order to plant myself in the organization. And when I heard Xehanort had gone looking for you, I realized it was my chance to find you as well. For you see, I too wish to atone. What? Oh, ich glaube, ich habe einen Verdacht, was er vorher hat. Will er irgendwie ein Replika von Sora machen, um Roxas wieder zu holen? Das ist jetzt so das Erste, was mir jetzt hier so in den Sinn kommen würde. Und wenn er da am Ende stimmt, dann wäre er richtig raus. Wasserboost, immer Wasserboost raus. Nein, oh, ich bin auch gewohnt, aber mit Dreieck gemacht. Ah, cool. Oh. Setze nicht so oft ein, so also. Zwei. Ja. So. Okay, cool. Hat Kairi sieht jetzt so aus, boah. Weiß ja nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber als ich zum ersten Mal Kingdom Hearts gespielt habe, hatte ich ja so richtig, weiß nicht, richtigen Crush on Kairi. Also dann irgendwie, als ich Kingdom Hearts 2 gespielt habe, wurde sie noch hübscher. Da habe ich mich noch mehr in die verliebt und dann, als ich gesehen habe, jetzt bin ich ja schon 10 Jahre älter, also das ist jetzt natürlich merkwürdig. Die ist jetzt, weil ich 15, 16. Aber als ich die zum ersten Mal im Kingdom Hearts 3 Design gesehen habe, da wurde dann irgendwie wieder neu entfacht. Und das ist jetzt sehr komisch, weil ich bin 10 Jahre älter als die. Gott verdammt. So. Schicksalsbruder. Dann Königsanhänger, weil er ist jetzt auch verdammt stark. So, ich werde den 2 Parts einteilen. So 2x30 Minuten. Also nehme ich mal an, ich kann hier noch ein bisschen was machen, ne? Hätte ja noch Fertigkeiten. Du Aeroboost. Muss ich sagen. Ja, boah. Ich glaube, wir gehen ein bisschen kochen noch, ne? Mal warum nicht? Ja, sowieso in 2 Parts ein Teil. Hier werde ich die wichtigen Cutscenes hier in 1 Part reinpacken. Und ja, dann haben wir nur noch eine Welt übrig. In den Disney-Welten. Danach gehen wir, glaube ich, so in den Endspurt, ne? Des Spiels. Oh nein. Nice. Nice. All right. We did it. Gut. Oh, zusätzlicher Stern. Was, dafür kriege ich nichts am Klagewert. Okay. Booyakasha, 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 Booyakasha. Boom. All right. We did it. Aber ich habe irgendwie Kochen noch nie benutzt in dem Spiel. Und weiter. Yeah.
Jawohl. Und ja. Bis jetzt läuft's gut hier. Okay, da bin ich mal panisch. Boom. Also, weil wenn irgendwie diese Strahlen um so herum sind, muss man das erledigen, ne? Da weiß ich mittlerweile. Gut. Ja, die Story wird immer wieder interessanter. So ein Gefühl. Aber ja klar, ne? Kingdom Hearts. Die Story ist der absolute Mega-Hammer. Alter, was brauche ich denn hier alles? Butter und Honig. Also keine 5 Sterne. Oh. Egal. Und ich weiß noch, welche Welten hier alles kommen werden. Also, ja, das ist schon mal. Wird auf jeden Fall sehr interessant. Lässt sich dein Jet bearbeiten, ohne Kosten zu verursachen? Okay. Oh, ist er teuer, warum kaufe ich das? War nicht wirklich was anderes, aber ja, trotzdem. Wo sind die? Ja, jetzt nicht über das ganze Ding hier rumgehen. Na, spielen wir noch ein bisschen Gummi vor und aber glaube ich ein paar Spiele noch, ne? Ich frage mich echt, ob wir gegen alle Organisationsmitglieder so gegen Ende kämpfen müssen, weil das sind 13 Bosskämpfe. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Okay. Was? Okay. Du frisst mich mal. Ah, ist ja der Fisch von Jack und Dexter. Bruch, bum, 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 bum. Kennt ihr noch? Ist mal ein bisschen weiter weg von der Insel geschwommen und da hat der einen sofort gegessen. So. Stern wollte ich ja sagen. Ich meine Mickey-Zeichen. Tag am Meer. Pfui. Schau dich. Boom. Schau dich. Aber einige Dinge weiß ich aber echt nicht, wie schwer sein sollen. Ich meine, wenn das schneller, wenn das irgendwann schneller wird oder so. Nehme ich mal an, wird das schwieriger, aber bis das erstmal schneller wird, das dauert ja ewig. Wenn wir irgendwie 10 Milliarden Punkte und so haben bei ihnen Spiel, bis jetzt so weit kommt. Ich voll durch. Oh nein, Mickey. Ja, ne, ist Mickey eigentlich jetzt gestorben? Also gestorben sowieso nicht, aber das ist bestimmt irgendwann passiert, ne? Wir haben uns aber mit dem Cliffhanger da gelassen. Wir sind jetzt haben Rico und Mickey nur auf die Fresse bekommen.
Gute Arbeit. Das sind zwei Schlüsselschwertmeister. Miki ist auch ein Schlüsselschwertmeister, ne? So. Sträflingskolone. Genau, muss ich ja machen. Okay. Ne. Da leuchtet was. Man muss ja immer direkt vom Anfang anfangen. Nee. Wieder einfach verfolgen. Ich hab gewusst, was ich vorhatte. So. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, das sind immer noch ganz schön viele. Ja, schätzemäßig. Das wird dauern, bis ich die alle gefunden habe. Ich glaube, da tun wir irgendwann mal einen extra Part machen. Aber nicht im nächsten Part, ne? Weiß ich nicht. Wenn wir irgendwie so Nebenquests, dann kann man das alles machen. In dem Sinne sage ich erstmal Dankeschön für Zuschauen. War jetzt lang genug, ne? Und ja. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich bedanke mich alle herzlich für Zuschauen und sage ciao. Bis zur nächsten Folge. Let's see. Let's see.